Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Ein Tag mit mir und meinen Schafen. Jetzt werde ich demnächst die Überschrift ein bisschen kürzer fassen, um mehr Details zu erwähnen, die ich auch im Video dann zeigen werde. Heute ist das Thema, wie lange hält meine Weide, beziehungsweise wie viele Schafe kann ich halten auf meiner Weide. Und dann werde ich euch gleich ein bisschen was filmen und ein bisschen was erzählen dazu. Erstmal Werde ich ich hier gleich. dieses schmale Stück kurz abfressen lassen von den Schafen. Ich habe von meiner Schwester so eine GoPro gekriegt. Damit kann ich filmen, ohne die Kamera dann festhalten zu müssen. Und dann kann ich euch ein bisschen, ich hoffe, bessere Bilder geben und mehr Einblicke, Eindrücke, wie ich das so tue. Viel Spaß. Ob es mit dem Ton klappt, weiß ich noch nicht. Mal schauen. Also erstmal zäune ich das hier so auf einer Seite ein. Und dann geht's weiter. Ich will die Videos ein bisschen kürzer halten, nicht so lang machen, sonst wartet man immer so lange drauf.
gesagt, erzähle ich euch jetzt, wie viele Schafe man so auf seinem Land halten kann. Und zwar ist die Faustformel natürlich 6 Schafe plus Nachzucht, also 6 Mutterschafe plus Lämmer auf einem Hektar. Man kann aber auch 10 Mutterschafe auf einem Hektar halten mit Nachzucht, wenn man, insofern man konventionell nutzt, das heißt regelmäßig düngt, mit einmal im Jahr mähen und Winterfutterbergen und so. Das, was ich hier betreibe, das ist eine Portionsweide. Und da kann man das ganz einfach berechnen. Und zwar hat man hier den Aufwuchs. Und ein Schaf, das frisst am Tag 10% von seinem Körpergewicht an Frischmasse. Das heißt, von dem Gras, das hier steht, frisst ein Mutterschaf mit 70 Kilo 7 Kilo am Tag. Dann könnte ich jetzt einen Quadratmeter abstecken, den abrupfen, abwiegen, wie viel da drauf ist und das dann hochrechnen auf 7 Kilo, wie viele Quadratmeter ich brauche. Zusätzlich muss ich 25% dazu zählen. Das geht verloren durch Trittverlust und Liegeverlust. Also da, wo die hinscheißen und hinpissen, da fressen die auch nicht mehr. Und das ist natürlich dann auch ein Viertel der Fläche, die verloren geht. Ah, die muss man halt mit einkalkulieren. Ich habe hier das Stück, was ich hier eingezäunt habe, für 4 Tage geplant. Und dann werden wir sehen, wie das wird. Gleich im Anschluss an dieses Video mache ich das Nudel-Update. Der befindet sich jetzt im Moment bei mir auf dem Hof im Stall. Zu Hause hat er schon ziemlich viel Mist gemacht, also in Form von Scheißen und Pissen. Das wurde da irgendwann zu viel. Und seit 2 Tagen ist er halt im Stall. Für sich, also alleine nicht, der hat noch eine Freundin dabei, aber die ist nur da, um ihm Gesellschaft zu leisten. Die Schafe haben das Stück mehr oder weniger gleich abgeweidet. Ich werde euch das gleich zeigen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert den Kanal, empfiehlt mich weiter. Und bis zum nächsten Mal. So, jetzt das versprochene Nudel-Update. Und zwar sitzt das hier in dem Stall mit einem Freund, Freundin, die ist blind, die kann draußen nicht so. Die bekommen ab morgen hier Kraftfutter reingestellt im Automaten. Ich fütter die im Moment nur einmal am Tag. Sind beide alt genug, dass die zusätzlich fressen können. Wasser habe ich dazu gestellt. Und Heu bekommen die bislang. Thank you.